Beim Langlauf-Italien-Pokal in der Nordic Arena drehte sich alles um Deborah Agreiter. Zu Saisonbeginn befand sich die 22-jährige Gardertalerin in der Form ihres Lebens und war startklar für den bevorstehenden Weltcup-Winter. Alles schien perfekt nach Plan zu laufen bis zum 15. Oktober, als ihr bei einem Trainingslager in der Toskana ein schwerer Sturz auf Rollerskiern einen Strich durch die Rechnung machte. Agreiter zog sich einen offenen Wadenbeinbruch zu und wurde sofort operiert. Nach 2 Monaten Verletzungspause bestritt sie am vergangenen Wochenende in Toblach wieder ihren ersten Wettkampf. Ein Unfall, muss ich sagen, weil es passiert ist, ist für mich fast die Welt zusammengebrochen. War ja in Anfang habe ich ihn angeschlagen, aber dann habe ich mir gesagt, das ist jetzt so die Situation, jetzt muss ich den in den Griff kriegen und das Beste daraus machen. In Anfang hat es schon auch wieder Rückschläge gegeben, weil der Fuß hat alleweil wieder wehgetan. Jetzt geht es besser, aber mit dem Training muss halt alle mal wieder aufpassen. Am Samstag schied sie im Sprint im Halbfinale aus. Am Tag darauf wurde sie im 10 Kilometer Skatingrennen Vierte hinter Elisa Brocard, Sarah Pellegrini und Martina Piller. Einfach für mich das erste Rennen, wo ich an Wien als Test genommen habe, zu sehen, wo ich bin. Ich muss sagen, noch bin ich nicht 100%. Mir fehlt einfach noch viel in der Ausdauer. Und Wien muss ja noch. Ich brauche jetzt einfach den Rennrhythmus hinzukommen. Ich bin zufrieden, dass es also vor einem Monat habe ich nicht gedacht, dass ich schon auf die Stießstandard mit der Rennnummer un. Aber ich sehe, es ist einfach noch viel zu trainieren. Ich habe noch einen Rückstand und den hoffe ich so schnell wie möglich auszuholen. Trotzdem stand nach dem Wettkampftest fest, Deborah Agreiter wird am Samstag in Davos beim 15 Kilometer Skating-Weltcup am Start sein. Dann werde ich mal auch wieder sehen, wie also mit der Weltelite, wo ich zusammenstehe. Ich habe gesehen, in Italien habe ich noch einen Rückstand. Also werde ich sicher auch noch in Davos noch nicht ganz fit hinkommen. Für die italienische Damen-Nationalmannschaft ist die Rückkehr von Deborah Agreiter im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele in Sochi extrem wichtig. Die Gardertalerin, die in den letzten beiden Saisonen in der Türkei und in Tschechien zweimal U23-Vize-Weltmeisterin wurde, ist derzeit sicherlich die stärkste Langläuferin der Azzurre. Aber auch sie muss sich erst noch für Sochi qualifizieren. Ich denke, ich muss meine Leistungen auch zeigen jetzt im Winter. Und für das habe ich schon 2 Monate jetzt Zeit. Bis jetzt habe ich schon große Fortschritte gemacht. Ich denke, bis Olympia werde ich sicher wieder fit sein. In Davos wird Deborah am Samstag ihr 18. Einzelweltcuprennen bestreiten. Das Ergebnis ist noch zweitrangig. Die junge Gardertalerin wünscht sich nur Gesundheit. Und also jetzt, wenn ich sage, für das Weihnachten so schnell wieder wie möglich in Form zu kommen und wieder die Rennen genießen. Ihre besten Chancen in Sochi sieht Agreiter übrigens im 30 Kilometer Freistilrennen.